Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Beyer und in diesem Video möchte ich für all diejenigen einen kleinen Tipp geben, die Videos aufzeichnen, Screencastings oder sonstiges für Tutorials. Und zwar, wie man den Mauszeiger verändern kann, damit er besser in den Videos sichtbar ist für die Zuschauer. Dazu geht man in die Einstellungen, alle Einstellungen, dann auf Geräte und dann hier links auf Maus. Und dann kann man hier schon bestimmte Sachen einstellen, wie die Geschwindigkeit und so weiter. Aber uns interessiert hier eher Mausgröße. Und da hat man hier die Möglichkeit, sowohl die Farbe als auch die Zeigergröße zu verändern. Man sieht das dann sofort hier auch bei meiner Maus, dass die größer wird. Und man kann dann die Farbe noch ändern. Wenn man das dann bestätigt, hat man dann eine wesentlich sichtbarere Maus. Und in den Videos ist das dann auch sehr schön für die Führung des Zuschauers. Ja, ganz kleiner Tipp, der vielleicht einigen weiterhilft bei der Erstellung ihrer Videotutorials. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.